Es kommt aus dem Büro Go Big und ist eine Kampagne für Spar. Und zwar geht es um die Suche nach dem verlorenen Inka-Schatz, den uns jetzt Christina Moll und Juliane Kemmer vorstellen werden. Hallo. Ich habe natürlich auch so eines zu Hause und habe mich tatsächlich über die Komplexität gewundert. Also die Sticker-Bücher kennt jeder nicht erst seit Spar und den Spar-Kampagnen, sondern natürlich kennt jeder die Panini-Sticker-Alben. Aber das ist ein neues Level, kann man, glaube ich, sagen. Also hier geht es wirklich um sehr, sehr viel mehr als das bloße Reinkleben. Schlussendlich aber geht es, glaube ich, auch darum, aus Sicht des Auftraggebers Kunden zu binden. Lässt sich das irgendwie messen, ob das geklappt hat, so in irgendwie Konrad-Spezialkleber-Sticker-Einheiten oder so? Also ich glaube, es lässt sich generell, ja, natürlich über die Verkaufszahlen messen, aber auch, glaube ich, beim Team von Spar ging es gar nicht groß um die Verkaufszahlen, sondern wirklich darum, ein Projekt zu starten, wo es auch um die Leidenschaft, um was Neues geht, um die Kinder zu begeistern und auch die Kinder einfach dazu zu bringen, spielend zu lernen. Und ich glaube, wir haben es wirklich schön geschafft und wir freuen uns, das Projekt vorzustellen. Bitte schön, wir freuen uns zuzusehen. Oh. Genau, die Stickermania hat uns im letzten Jahr auf eine große Reise mitgenommen. Wir haben Land, Leute und Tiere von Südamerika kennenlernen dürfen und das ganz ohne auch nur einen Tag Urlaub zu nehmen. Und wir wollen euch heute so ein bisschen von unserer Reise erzählen und die genau hier im Gebäude gestartet ist, im Go Big Büro im dritten Stock. In einem Team aus Groß und Klein haben wir uns überlegt, wie wir Sticker sammeln noch spannender machen können. Vor allem die Kinder waren dabei ziemlich hilfreich. Es ist ziemlich schnell klar geworden, wir buchen eine spannende Abenteuergeschichte. So etwas wie Indiana Jones vielleicht. Genau, und seine Geschichte braucht natürlich einen Helden, am besten mit Superkräften. Wir hatten gleich ein paar zur Auswahl und konnten uns am Anfang gar nicht entscheiden, ob es der abenteuerliche Oscar mit seinem Gefährten Bo werden soll oder doch lieber der Fischotter Pete, der eigentlich Peter heißt, aber alle nennen ihn Pete. Wir hatten echt die Qual der Wahl. Ein ziemlich kluger Mensch hat mal festgestellt, dass ein Held immer nach dem gleichen Schema reist. Er befindet sich in seiner gewohnten Umgebung, wird vom Abenteuer gerufen und stürzt sich in die unbekannte Welt. Er muss Abenteuer und Prüfungen bestehen und wird dann belohnt und kann wieder zurückkehren. Und für uns war schnell klar, wer uns auf die Abenteuerreise begleiten darf. Oscar und Bo haben sich mit ihrem Lächeln direkt in unsere Herzen katapultiert. Und wohin es ging? Natürlich nach Südamerika auf die Suche nach dem verlorenen Inka-Schatz. Das Sticker-Album von Oscar ist nicht nur irgendein Buch, es ist sein ganz persönliches Abenteuertagebuch. Auf seiner Reise hat er so einiges aufgeschrieben über Tiere, die er getroffen hat, über Orte, die er gesehen hat und Fotos, die er gemacht hat, kann man ins Buch hinkleben. Und das Abenteuer von Oscar beginnt auf dem Dachboden von seinen Eltern. Eines Tages durchwühlt er Kisten, Schränke und findet plötzlich eine Büchse. Und er schrickt total, als er die Büchse schüttelt und die plötzlich zu sprechen beginnt und sich vorstellt, ja, ich bin BO26587ZFX, kurz Bo. Bos Erfinderin ist jahrelang auf der Suche nach einem verlorenen Inka-Schatz gewesen. Gefunden hat sie ihn allerdings nie. Aber in der Truhe war auch eine Schatzkarte. Für Oscar war ziemlich schnell klar, deren Schatz will er finden. So schwer kann es ja nicht sein. Die Schatzkarte führt Oscar und Bo nach Lima, in die Hauptstadt von Peru. Dort treffen sie diese junge Dame in traditionellen Klamotten und die sagt ihnen, also wenn ihr die Inkas sucht, dann fangt ihr am besten am Machu Picchu an, wo natürlich die älteste Inka-Ruine der Welt zu finden ist. Auf ihrem Weg erleben Oscar und Bo so einiges. In der Cordillera Blanca, der längsten Gebirgskette der Welt, blieb dem Oscar fast der Atem weg.
Auf der Seite sieht man auch ganz gut, wie er mit einfachen Zeichnungen Sachen erklärt oder mit Rätselstickern Kinder zum Mitmachen auffordert. Am Machu Picchu angekommen, treffen Sie dieses Lama, das mit einem leichten Sprachfehler die zwei komplett auslacht und meint, also wenn ihr gedacht habt, dass ihr hier am Machu Picchu den Inka-Schatz findet, wo jeden Tag 1000 Touristen hierher kommen, dann habt ihr euch echt, seid ihr auf der falschen Fährte. Gibt ihnen aber noch einen guten Tipp, denn nur der Sonnengott Inti weiß, wo die Inkas ihren Schatz hingebracht haben. Auf der Suche nach dem Sonnengott folgen sie verschiedensten Spuren. Aber spätestens in Bolivien kommen sie dann drauf, dass so eine Schatzsuche wirklich kein Zuckerschlecken ist. Eher leicht salzig. Sie treffen in der Salzwüste der James Flamingo, und er gibt dann den nächsten Hinweis. In Uruguay schwingt sich Oscar sogar auf den Rücken eines Pferdes und zeigt, was die Gauchos so alles können müssen. Als Belohnung, damit er die Tiere eingetrieben hat, erhält er auch den nächsten Tipp von den Gauchos. Und zwar sagen sie, dass er zu den Yanomamis muss, einem Volk im Regenwald, die nämlich noch mit den Göttern sprechen können, vielleicht ja auch mit Inti. Auf dem Weg im brasilianischen Regenwald findet Oscar in der Höhle eine Speerspitze. Der Bo grabt ganz, ganz tief in seiner Datenbank und ist sich sicher, sie gehört der Yanomamis. Dies kann mal kein Zufall sein. Tagelang laufen sie am Amazonas entlang, sehen niemanden, bis sie auf diesen kleinen Jungen treffen, der nicht wie unsere Kids zu Hause Computer spielt, sondern auf der Jagd ist. Und der Oscar zeigt ihm ganz stolz seine Speerspitze, und der Junge ist total begeistert und packt die zwei ein und in sein Boot und fährt mit ihnen in sein Dorf. Nach 3 Tagen im Yanomami-Dorf wird ihre Geduld belohnt. Findet den Herrscher des Meeres. Er wird euch wortlos den Weg zum Schatz weisen, ist Intis Botschaft. Bo ist sich ganz sicher, Herrscher des Meeres muss Poseidon sein. Aber die Statue in San Andres ist eine steinige Niederlage. Denn die wahren Herrscher des Meeres, das sind die Meeresechsen, die Oscar und Bo auf den Galapagos-Inseln finden. Und die Tiere sind schon mehrere Millionen Jahre alt und haben sozusagen die Inkas ja persönlich gekannt. Und von ihnen kriegen sie auch den letzten Hinweis, ein Quipu. Und das ist nicht nur irgendein Wollknäuel, sondern eine Art Schrift. Die Inkas haben mit verschiedenen Knoten Botschaften in Fäden geknüpft. Bis jetzt weiß man nicht so genau, wie das System so funktioniert. Aber mit dem Bo hat die Inkas nicht gerechnet. Er hat es natürlich rausgefunden. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, weist er einen Lichtstrahl der Werk. Und endlich, Oscar und Bo haben ihren Schatz gefunden und freuen sich ohne Ende. Oscar rastet total aus, Bo drückt seine Freude durch noch mehr besserwisserisches Klugscheißern aus, und jetzt können die zwei es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ihrer Familie von ihren Erlebnissen zu erzählen. Ja, für uns war das Abenteuer wahrscheinlich ähnlich spannend wie für Oscar und Bo. Aber die schönste Belohnung für die ganzen Arbeitsstunden sind dann auf jeden Fall die Kinderaugen, die strahlenden Kinderaugen, wenn sie halt das Buch anschauen, wenn sie Sticker sammeln. Und ja, ich glaube, wir sind einfach stolz auf unsere zwei kleinen Helden.